Ich möchte Ihnen unsere Webseite vorstellen. Sie heißt Guide to Teacher Competences for Languages in Education. Aktuell existiert sie in einer englischen und einer französischen Sprachversion. Es geht dabei um Kompetenzen von Lehrpersonen. Einerseits Kompetenzen natürlich für den Sprachunterricht, aber auch Kompetenzen für die Rolle der Sprache in allen Fächern. Und wir wenden uns damit vor allem an Personen, die in der Lehrerbildung tätig sind oder die mit Lehrerbildung zu tun haben. Uns interessiert auch im Speziellen, wie diese Kompetenzen beitragen könnten zur Rolle der Lehrperson für wichtige Ziele, wie zum Beispiel die Kultur der Demokratie oder auch der soziale Zusammenhalt. Die Webseite hat im Zentrum zunächst eine große Datenbank. Und in dieser Datenbank gibt es Beschreibungen von Instrumenten, von Referenzrahmen, die eben solche Lehrerkompetenzen beschreiben. Es gibt 40 verschiedene und auch weitere Texte. Darunter gibt es Instrumente zum Fremdsprachenunterricht, aber auch zum Unterricht in der Schulsprache. Es gibt Bereiche, die abgedeckt sind, wie Immersion, also bilingualer Unterricht, Mehrsprachigkeitsdidaktik, die Sprachkompetenzen der Lehrperson und weitere Bereiche. Praxisbeispiele, die uns Leute zugeschickt haben, zeigen, wie diese Instrumente gebraucht werden in der Praxis der Lehreraus- und Weiterbildung und können Ihnen dazu dienen, vielleicht zu planen, wie Sie solche Instrumente in Ihren Kontexten einsetzen können. Und wenn Sie einen Blick hinter die Kulissen werfen möchten, dann sehen Sie auch einige Texte, die beschreiben, wie diese Instrumente geschaffen, pilotiert und weiterentwickelt wurden. Ein zweites großes Ziel war, in die Zukunft zu schauen. Was könnten zukünftige Perspektiven sein für die Beschreibung von Lehrerkompetenzen? Und mein Team ist zum Schluss gekommen, dass es sinnvoll wäre, wenn es eine gemeinsame Basis gäbe, eine gemeinsame Kompetenzdimension, die zeigen, was die Lehrpersonen ganz verschiedenen Sprachen oder auch Fächer gemeinsam haben. Und um das zu veranschaulichen, haben wir eine Taxonomie erstellt mit Dimensionen von Kompetenzen, auf die man aufbauend weitere spezifische Instrumente entwickeln könnte. Und wir sind stolz zu sagen, dass ein erstes solches Instrument in einem Schwesterprojekt bereits erschaffen wurde, und zwar für den wichtigen Bereich des Unterrichts in der Gebärdensprache. Da es weitergeht, sind wir froh, wenn Sie uns Feedback und Reaktionen schicken können, und wir hoffen, dass unsere Webseite für Sie hilfreich und interessant ist.